ich bin in meinem Leben 45.000 Kilometer geschwommen und ich wollte und ich habe mir gewünscht, dass ich 45.000 Kilometer und 200 Meter schwimme, dass ich heute noch ein letztes Rennen hätte, dass ich meine olympische Karriere mit eigener Kraft beende. Ich hätte halt wirklich gern heute bewiesen, wie gut in Form ich bin. Also ich glaube, ich kann mehr, ich glaube, ich kann schneller und ich glaube, ich habe eine sehr kleine Chance auf eine Medaille. Ich glaube, wäre für jeden Sportler, der sich fühlt, ich habe es drauf, im Finale dabei zu sein. Und ich möchte im Finale noch einmal es allen zeigen, wenn man ihm einfach auf so eine Art und Weise die Basis entzieht. Ich finde es schade und ich bin traurig, dass mein letztes olympisches Rennen wegen einem Schiedsrichter entschieden wurde. Es ist einfach wie ein Schock und es ist eine große Enttäuschung. Und es ist ja nicht so, dass man daherkommt nach Olympia und, wenn ich es ein bisschen mit dem Tennis vergleichen darf, nächste Woche hinfahrt und in 5 Wochen wieder ein Grand Slam Turnier spielt. Im Schwimmen ist ja das noch viel, viel ärger. Du konzentrierst dich, fokussierst dich 4 Jahre auf Olympische Spiele und fühlst dich in Form, bist gesund, hast keinen Schnupfen, hast keine Verkühlung, hast gar nichts. Und dann passiert so etwas, das ist schon unfassbar. Also ich würde lieber... auch wenn ich komplett verkühlt und krank wäre, heute im Finale schwimmen, als heute jetzt gesund dazustehen. Ich kann immer nur betonen, ich wünsche mir, dass die Sportöffentlichkeit sich den Respekt vor den sportlichen Leistungen des Markus Rogan auch in Zukunft bewahren wird. Also eigentlich finde ich schön, dass ich 4-mal zu Olympischen Spielen fahren durfte. Und einmal die Fahne tragen durfte. Also das war für mich das Schönste meiner Karriere. Wie er selber gesagt hat, war es das wahrscheinlich mit der olympischen Karriere, weil in 4 Jahren wird es schwierig sein, noch einmal diese Intensität des Trainings weiter aufzubringen. Ich weiß nicht, ob ich es noch mal schaffe, über Jahre jeden Tag so viel und so hart zu trainieren, um in so einer Form anzutreten wie heute und hier. Also ich werde in meinem Herzen immer Schwimmer sein. Aber bei welchen Wettkämpfen oder ob ich das nur ganz privat und ganz allein mache, das weiß ich noch nicht.